Mahlzeit, meine Damen und Herren. Kennen Sie Two Faces, den Bösewicht aus dem Batman-Film? Tja, Vergleich Donald Trump. Er hat auch zwei Gesichter und heute kommt wieder so ein bisschen das andere raus, nachdem er ja immer positiv über die Handelsstreitigkeiten mit China, also die Verhandlungen geredet hat und gesagt hat, wir stehen kurz davor. Ich erinnere nur daran, dass ich hier gesagt habe, wir liegen in den letzten Wehen, hat die Märkte angetrieben und jetzt sehen wir wieder die andere Seite und zwar ein Tweet, der jetzt gerade rumgeht, der im Schockmoment für den DAX gesorgt hat. Er ist nicht von Trump selber, sondern ein Zitat. Trump says probably better to wait until after the election for the China deal. So, jetzt haben wir es. Trump soll angeblich irgendwo gesagt haben, ich warte bis nach der Wahl, um den China-Deal abzuschließen. Also das andere Gesicht von Donald Trump, auch so ein kleines Indiz dafür tatsächlich, dass die Handelsgespräche ins Stocken geraten sind, weil China ja auch sauer ist über die Hongkong-Gesetze, die Trump erlassen hat. Man hat auch reagiert. US-Schiffe dürfen dort nicht mehr in die neue Zone rein, dürfen nicht mehr in den Hafen von Hongkong einlaufen. Also das hat China jetzt der USA verboten. Also die Spannung da in dieser Sache steigt ein bisschen und das dürfte sich vielleicht jetzt dann tatsächlich auch auf den Handelsstreit durchschlagen. Wir gucken auf den DAX. Der hat diesen Tweet mal kurz verdaut. Der ist kurz wieder abgeknickt, hat fast die kompletten Gewinne des Tages heute schon abgegeben, hat sich dann aber wieder ein bisschen gefangen. Vielleicht auch, weil dieses Trump-Zitat noch nicht so richtig bestätigt ist und er selber sich noch nicht dazu per Twitter geäußert hat. Wenn das heute noch kommen sollte, dann vielleicht geht es dann doch nochmal bergab. Also man braucht zurzeit starke Nerven. Was er aber ja schon bestätigt hat, ist, dass er jetzt auf Frankreich losgeht. Die Digitalsteuer, die ja Amazon, Facebook und Google und alles betrifft, die Frankreich ja quasi im Alleingang erlassen hat, die wird jetzt Reaktionen der USA auf sich ziehen. Also auch hier wird es Strafzölle seitens der USA geben, die reagieren darauf. Und dann haben wir natürlich auch nochmal heute früh, Trump hat, glaube ich, zu viel Zeit oder der ist bocksauer wegen dem Impeachment-Verfahren. Weil da hat er sich ja auch in die Woche schon die Finger wund getwittert, wie schlimm und alles das ist. Und die Wut darüber, die scheint er jetzt wieder an den anderen auszulassen. Auch gegen die EU wird überlegt, ob man höhere Abgaben jetzt nochmal durchsetzt. Also damit könnte auch das Thema Strafzölle auf Automobilwerte wieder ein Thema werden. Ist es aktuell noch nicht. Handelsministerium hat nur gesagt, wir denken darüber nach. Also das Thema auch noch nicht abgehakt. Also es ziehen wieder dunklere Wolken über dem Markt auf. Dass es in diesem Jahr jetzt noch eine Einigung Phase 1 Ziel im Handelsstreit gibt, ich habe es eben ein bisschen angezweifelt, steht wieder komplett in den Sternen. Also müssen wir abwarten, wie es weitergeht. Und die Märkte sind natürlich aufgeschreckt und reagieren nervös. Man muss also so ein bisschen gelassen bleiben. Gucken wir auf die einzelnen Nachrichten. Viele gibt es heute nicht so sehr. Aber MTU von der Bank of America hochgestuft und Kursziel 295 Euro. Davon profitiert die Aktie heute, war schon ein bisschen mehr im Plus. Aber wir sehen es, wir sind hier immer noch in der Range Richtung 250 Euro. Da liegt das Allzeithoch und da, wenn es drüber geht, könnte das hier auch tatsächlich noch eine Erfolgsgeschichte weitergehen von MTU auch im DAX. Ne? Die leben ja auch davon, dass Airbus immer fleißig neue Aufträge vermeldet. Die profitieren wiederum von den Problemen bei Boeing. Und natürlich, wo bestellt Airbus seine Triebwerke? Bei MTU. Also, so hoch die Fantasie bei Airbus ist, so hoch ist sie mindestens auch bei MTU, weil die beliefern ja nicht nur Airbus. Ne? Dann Wirecard, heute auch wieder die nächste Kooperation. Herr Braun, der kleine Schelm, ne? Gestern auf andere Seite gesagt, wir erwarten ein Weihnachtsspektakel und alles. Und heute kommt dann auch noch eine Nachricht. Mir fehlen zwar wieder so ein bisschen die Zahlen da drin, aber trotzdem, die Fantasie ist dadurch kräftig angeregt. Wirecard kooperiert europaweit. Also das ist ja auch schon mal, muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, europaweit mit dem Online-Store und den Online-Geschäften von Playmobil. Und das, denke ich, ist ein Riesendeal. Und deswegen wechsle ich auch mal wieder die Seite bei Wirecard und gehe wieder auf die Long-Seite. Wir wissen, vorige Woche bin ich rausgegangen, auch von der Short-Position mit ungefähr 12% plus. Jetzt gehe ich wieder auf die Long-Seite, bin ich heute früh gegangen, weil ich finde, die Nachricht ist einfach bombastisch. Gibt auch noch dazu, dass eine Nachricht vom Verband der Spielzeughersteller, die haben auch gesagt, alles tutti, wir rechnen mit guten Steigerungsraten 2020 und wer Kinder hat, der weiß, wie Playmobil ankommt, der weiß, wie Playmobil verkauft wird und er kann sich auch so ein bisschen vorstellen, wie Playmobil dann vielleicht auch im Internet verkauft wird. Also von daher, für mich jetzt, was Wirecard heute vermeldet hat, ein exzellenter Deal und auch so ein bisschen der Anspruch, wieder auf die Long-Seite zu gehen. Aber wir sehen immer, wir hängen immer noch hier an der Marke von 120 Euro. Ich habe ja auch gestern gesagt, ich weiß nicht, ob da irgendein Shortseller oder irgendeine große Position seinen Daumen drauf hat und Wirecard einfach nicht hochkommen lassen will. Aber wenn wir uns jetzt hier schon einpendeln und die hier drücken und wir kommen tatsächlich drüber und es gibt vielleicht einen Short Squeeze oder so, weil die jetzt alle dann doch ein bisschen nachgeben müssen, weil die Nachrichten von Wirecard, die heute ist ja auch wieder, muss man sagen, sehr gut, dann könnte es auch ganz schnell wieder Richtung 140 Euro gehen. Darauf spekuliere ich jetzt ein bisschen. Aber trotzdem hängt natürlich auch ein bisschen alles vom Handelsstreit ab. Und wir haben es gesehen, sobald da schlechte Nachrichten kommen, haben wir ja auch gestern gesehen, ist Wirecard immer noch der Hochrisikowert, wo die Anleger als erstes den Stöpsel ziehen und die dann nach unten geht. Aber trotzdem, die Nachrichten ist gut. Gucken wir uns die Tops und Flops an und sehen RWE
gestern natürlich durch die SPD-Wahl der Doppelspitze und die Neuigkeiten zum Kohleausstieg abgestraft worden. Heute erholt sich die Aktie wieder ein bisschen. Wir sehen es Wirecard auch ganz vorne, Deutsche Börse, Vonovia, Infineon und E.ON dafür. Nach den Zahlen gibt es heute wieder ein bisschen Wasser auf die Mütze. Lufthansa verliert auch wieder, Heidelberg Zement, Deutsche Bank und Fresenius. Aus der Chemiebranche gibt es auch noch Neuigkeiten. Der Verband für die Chemiebranche, VCI, der hat gesagt, Wachstumsaussichten für 2020 nicht gerade grandios, auf ganz kleinem Niveau. Da leiden die Werte heute auch so ein bisschen drunter und das muss man sich natürlich dann auch auf der Zunge zergehen lassen für das Jahr 2020. Wenn man jetzt sagt, okay, ich setze so ein bisschen auf die Nachzügler und BASF, Covestro oder auch Bayer, die gehören ja zu den Werten, die sich 2019 nicht so gut entwickelt haben. Und dann gibt es ja diese Strategie, die 2019 geschwächelt haben, obwohl der DAX ja sehr gut gelaufen ist. Dann setze ich natürlich auf die, wenn man denkt, die haben eine Menge Nachholpotenzial. Bei den Chemiewerten ist es jetzt so, eben, dass der Verband ein bisschen sagt, und von daher muss man da auch noch ein bisschen abwarten. Ferrari heute auch im Plus. Keine Nachricht, Zahlen oder sonst was, sondern Spekulationen, wie es bei Sportaktien eben so ist. Ich meine, Ferrari hat zwar jetzt eben nicht so sehr was als Sportaktie wie Borussia Dortmund oder so, aber trotzdem, es gibt die Gerüchte, dass Lewis Hamilton zur neuen Saison zu Ferrari wechselt. Und das treibt die Aktie heute an. Die war auch schon ein bisschen mehr im Plus, aber wir sehen es, 1,64%, weil angeblich Lewis Hamilton kommt. Gucken, ob Vettel da noch bleibt, müssen wir mal schauen. Aber bis jetzt nur ein Gerücht, aber es treibt die Aktie eben. Und dann habe ich so eine Frage. Bei Q&A, total viele China-Aktien immer eingeschickt worden, alles, ne, und so. Aber eine, ne, die ist nicht gekommen, ne, und das ist auch ein Apple-Zulieferer. Und wenn wir mal gucken auf den Chart, den ich mir bei TradingView heute mal ausgeliehen habe, Luxshare ICE heißt das und Precision ist der Mutterkonzern. Und wir gucken mal hier drauf. Die sind auch an den AirPods beteiligt. Wir waren Anfang Januar gerade mal bei 10, ungefähr, bei 10 Yuan. Jetzt stehen wir bei 33,52. Apple hat angeblich schon nachbestellt, weil die AirPods so gut laufen, hat man das verdoppelt, die Bestellung und alles. Also auch hier, wie bei Warta, ist die Fantasie ganz, ganz hoch. Die Aktie ist allerdings auch ganz, ganz schwer zu handeln. Aber ich wollte nur mal darauf hinweisen, nicht nur Warta profitiert von dieser Fantasie rund um die AirPods, auch dieses chinesische Unternehmen ist ganz groß mit dabei. Und jetzt kommen wir zu den Zwiebeln des Tages. Und dann fangen wir mal mit Nel an. Die Wasserstoffbranche heute allgemein kräftig unter Druck. Ich habe geguckt, habe jetzt keinen so richtigen Grund gefunden. Es gab gestern Konferenz, besser gesagt Präsentation. Nel, ja, wir wissen es, wenn man die Aktie verfolgt, ganz eng verbandelt mit Nikola Motors. Und die haben gestern, Iveco hat sich bei Nikola Motors in der letzten Finanzierungsrunde mitbeteiligt, sind mit über 200.000 Euro da eingestiegen. Und die haben gestern in Turin den Nikola Truck präsentiert, der jetzt auf den europäischen Markt kommen soll. Und der kommt aber nicht nur mit Wasserstoff, was man ja von Nikola Motors eigentlich erwartet hätte. Der kommt mit Wasserstoff und mit Batterie. Vielleicht ist deswegen heute die ganze Branche so ein bisschen unter Druck, weil eigentlich Nikola Motors ja eigentlich ein reiner Wasserstoffplayer war. Aber jetzt in Kooperation mit Iveco auf dem europäischen Markt gibt es eben beide Varianten. Eine mit Batterie und eine mit Wasserstoff. Das ist natürlich ein kleiner Rückschlag, wenn wir jetzt gesagt hätten, wir setzen komplett nur auf Wasserstoff, wir präsentieren Wasserstofftrucks, dann wäre da vielleicht alles gut gewesen. Aber eben Nikola Motors hat zwei Varianten präsentiert, hat zwar auch Nel genannt, klar, aber wenn die jetzt auch die Batterie produzieren, dann ist Nel wieder so ein bisschen raus, weil dann braucht man ja tatsächlich vielleicht nicht doch so viele, ganz so viele Wasserstofftankstellen und die Elektrolyseure, die Nel liefert, die sind dann vielleicht weniger gefragt. Auf jeden Fall sehen wir es auch hier, die Aktie nähert sich ganz hart der Marke von 70 Cent und das ist ein charttechnisches Ding, wo man dann wirklich aufpassen muss. Nel muss jetzt tatsächlich ein bisschen was machen, die müssen einen Auftrag liefern, die müssen irgendwas machen, was die Fantasie anregt. Ansonsten, wir sehen es seitwärts und jetzt geht es nach unten. Kommt da jetzt von Nel wirklich nichts, würde ich bei der Aktie auf jeden Fall, ich würde mir hier tatsächlich auch diese Chartkante hier als Limit setzen, wir sind sogar ein bisschen drunter. Wenn es da ein bisschen runter geht, würde ich erstmal bei Nel zumindest die Reißleine ziehen und sagen, okay, da ist nicht viel angebrannt. Wenn jetzt ein Auftrag kommt, können Sie immer noch mal wieder einsteigen. Aber die Gefahr, dass es jetzt runtergeht bis auf 60 Cent, die sehe ich aktuell größer, als dass es nach oben kommt. Weil von Nel kommt nichts. Man hat keinen Auftrag. Man hat viel Fantasie, man sagt mit Südkorea und alles, aber aktuell kommt und kommt und kommt dann nichts. Man wartet schon seit dieser Explosion, die ja jetzt auch schon ein gutes Stück zurückliegt, weil man guckt hier, diesen ganzen Zeitraum hat Nel nichts geliefert, während andere Wasserstoffunternehmen da schon den einen oder anderen Auftrag präsentiert haben. Plug Power ist noch die größere Zwiebel des Tages. Die kriegen heute nämlich zweistellig auf die Mütze. Wir sehen es hier, es geht runter. Ich habe sie auf der Watchlist. Ich verkrafte das heute.
Die Nachrichten waren gut, zuletzt auch die Kooperation mit dem großen Unternehmen in Spanien und da alles. Also ich denke, das ist jetzt auch so ein bisschen Gewinnmitnahme. Hier haben einige jetzt wieder den letzten Schwung erstmal mitgenommen und haben gesagt, okay, da oben bei 3,20 Euro oder so, da nehme ich halt meine Gewinne jetzt mal mit. Man muss drüber nachdenken, wer starke Nerven hat, legt sich vielleicht ein bisschen oberhalb wieder auf die Lauer, ob die Aktie dreht. Wer schwache Nerven hat, setzt sich vielleicht kurz unter 3 Euro einen Stoppkurs und sagt, okay, wenn sie da erstmal runtergeht, steige ich aus. Wenn sie wieder über 3 Euro swappt, gehe ich wieder rein. Dann haben wir diesen kleinen Break hier verdaut. Aber es ist zurzeit ein bisschen angespannt in der Wasserstoffbranche. Vielleicht eben auch durch die Präsentation gestern von Nikola Motors in Turin. Also von daher muss man da ein bisschen drauf aufpassen. Zu guter Letzt unser Deal, unser Blick auf die Watchlist. Und wir sehen es hier oben. Minus Plug Power ist der US-Kurs. Deswegen haben wir da erst nur ein 2,56 Minus. Apple gestern die Märkte natürlich ein bisschen angespannt. Aber man sieht es auch BioNTech hier zum Beispiel nur 0,5%. Solange, ich habe es gestern schon gesagt, da hinten alles grün ist, muss man sich so viel Gedanken um seine Werte nicht machen. Es ist zwar schmerzlich, wenn man Gewinne hat, aber jetzt schnell hin und her zu wechseln, bringt nichts, meine Damen und Herren. Wir haben es auch in der Vergangenheit gesehen. Wir haben immer Rücksetzer gehabt, die den Handelsstreit oder über den Handelsstreit, die die Märkte belastet haben. Die sind aber auf einem gewissen oder sogar in einem relativ schnellen Zeitpunkt wieder aufgeholt worden. Wer da immer direkt bei der ersten schlechten Nachricht unten rausgegangen ist und versucht dann wieder reinzukommen, der hat als Ersatz hat zum einen Transaktionskosten, die Geld kosten und zum anderen verschenkt er ein paar Prozentpunkte, weil er vielleicht zu früh aussteigt und dann wieder ein Stück weit zu spät einsteigt. Also ich finde, zu aktuell sollte man lieber ein bisschen stärkere Nerven haben. Wenn wir uns auf den DAX anschauen, wie er sich dieses Jahr entwickelt hat, dann muss man sagen, ist ja alles hervorragend gelaufen, hat ja eigentlich fast keiner mit gerechnet. Jetzt sind wir schon über 13.000 und ich finde, es muss auch in diesem Jahr kein neues Allzeithoch sein. Wir sind ja über 20% im Plus seit Jahresanfang. Also was will man eigentlich mehr? Das hätte zu Jahresbeginn kaum einer erwartet. Von daher ist ein bisschen Ruhe angesagt. Es ist schmerzlich, wenn man Verluste hat, aber solange eben die Position bei Ihnen im Depot im Grünen noch liegt, dann wäre ich da auch ganz locker. Dann schmerzt es nur ein bisschen, dass die Performance wieder ein bisschen kleiner ist. Aber erst, wenn es so richtig rot wird, dann würde ich anfangen zu überlegen. Das war Mahlzeit für heute. Dankeschön, dass Sie uns zugeschaut haben. Morgen sehen wir uns wieder.